mich an mich, weil ich ehrlich glaub, dass ich rausgefunden hab, was die Welt jetzt braucht. Denn so schnell ich lauf, irgendwas hält mich auf und so stellt sich raus, was dein Geld nicht kauft. Ich meld mich auch, damit du weiter sagen kannst, dass es nichts Besonderes ist, alle mit Streiter haben Angst. Was bleibt an Tatendrang, wenn sie durch dich dringt? Ist vielleicht dem zu widerstehen, wozu die Furcht dich zwingt. Und das ist viel, während jeder tötet und stirbt, ist offensichtlich, wie sehr die Hilfe hier benötigt wird. Es tut mir leid, dir sagen zu müssen, wie wenig Hoffnung ist, aber vielleicht hilft's dir zu helfen, dass du auch betroffen bist. Es ist ein offenes Geheimnis, das Böse bezwingt nur eines: Liebe in größeren Mengen. Und was Blöde jetzt denken ist, die kommen dann schon. Aber jo, wir brauchen Tonnen davon, Tonnen davon. Schickt eure Liebe in Päckchen und Briefen. Wir brauchen Tonnen davon. Schickt eure Liebe, bevor wir frieren. Als hätte man uns die Sonne genommen. Hast du's dir grad gemütlich gemacht? Ich will eigentlich nicht stören, aber ich spür diese Last. Wohin ich jetzt auch sehe, Mobbe, trübt mich was. Ich bitte dich dringend, uns zu geben, was du übrig hast. Ich fühl mich fast wie hinter Folie mit Klarsicht verpackt halt und kann sehen, wieso die Welt so am Arsch ist. Ich frag mich echt, worauf du wartest. Hier sind Untergang und Tod. Wir brauchen deine Hilfe wie Verhungernde das Brot. Gedrungen aus der Not renn ich dir hinterher. Der Hass rückt immer näher. Es ist wirklich schlimm und schwer. Wir haben ein kleines bisschen übrig, doch wir brauchen dringend mehr. So schick ich Botschaften an alle. Vielleicht kriegt sie irgendwer. Und du hast sie jetzt doch gekriegt. Ich bitte dich von Herzen, Bruder, stopp den Shit. Der Tod bringt es wie Schafott und Strick. Ich weiß, du könntest Leben retten, als ob Gott dich schickt. Schickt eure Liebe in Päckchen und Briefen. Wir brauchen Tonnen davon. Schickt eure Liebe, bevor wir frieren. Als hätte man uns die Sonne genommen. Ich schätze, es dir nicht gerade gefällt, was ich so sage auf schnell zur Lage der Welt. Aber ich hab ne Frage gestellt und mir wurde Antwort gegeben. Euer Standort hat Segen, aber man kann dort nicht leben. Dank Mord und Fäden auf dem Land vor den Städten. Und in den Städten selbst habt ihr Fun-Sport für jeden. Aber nix zu essen für einen verhungernden Mann. Wenn ich mich recht entsinne, seid ihr so doch schon mal untergegangen. Verschont mich mit Ressourcen, die fehlen. Eure wichtigste ist knapp, ohne sie verdursten Seelen. Schreibt ne kurze Mail in Briefen, Telegramm, sag es Freunden, mach, dass sie wieder in die Welt gelangt. Wer helfen kann, soll es tun, solange es geht. Und zwar heute und nicht morgen, vielleicht ist es dann zu spät. Das Ganze dreht sich um uns alle, ich hab ums Leben Angst. So bitte ich dich zu geben, an so viel du eben kannst, bitte.